Moore sind wirklich sehr einzigartige Ökosysteme. Sie sind ein sehr extremer Lebensraum. Dadurch kommen viele Pflanzenarten, die dort vorkommen, wirklich nur dort vor. Sie speichern das Wasser unglaublich effektiv in der Landschaft. Und darüber hinaus sind Moore wichtige Kohlenstoffspeicher. Sie binden 2/3 des terrestrischen Kohlenstoffs, dadurch doppelt so viel wie alle Wälder auf der Erde zusammen. Und das macht sie unglaublich bedeutsam. Moore sind vor allem durch die Entwässerung für land- und forstwirtschaftliche Nutzung, aber auch für Torfabbau gefährdet. Die großflächige Entwässerung unserer Landschaft führt zu einem immer stärkeren Verlust von nassen und feuchten Ökosystemen. In Deutschland sind über 95% der Moore aktuell entwässert. Und aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts führt es dazu, dass dann Unmengen an Treibhausgasemissionen, an CO2 freigesetzt werden. Wir als NABU haben gemeinsam mit anderen europäischen Partnern ein Projekt bei der Europäischen Kommission beantragt, Life Multipeat. Auf insgesamt knapp 700 Hektar sollen Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt werden. Wir haben eine Fläche in Belgien, in den Niederlanden, Südpolen, eine in Irland. Und in Deutschland ist unsere Projektfläche das Häsener Luch. Früher war dieses offene Niedermoor bevölkert von Wiesenbrütern wie dem großen Brachvogel. Auf den Wiesen blühten Orchideen, das gemeine Fettkraut, eine fleischfressende Pflanze, und das ist heute alles verschwunden. Die Eigenschaften eines Moores, Wasser zu speichern, sind weitgehend verloren gegangen. Ja, man kann wirklich sagen, dass die Entwässerungsgräben zum Ausbluten und zur Zerstörung des Moores geführt haben. Was auf allen Flächen wichtig ist, das Wasser zurückzuhalten, das ist so der gemeinsame Nenner. Deswegen müssen wir an die Entwässerungsgräben ran. Und tatsächlich haben wir die Möglichkeit, dass es noch alte Stauanlagen gibt, sogenannte Schachtstaue. Und die haben wir zum Teil schon wieder hergestellt und können jetzt schon beginnen, die Flächen probeweise anzustauen. Was allerdings wesentlich länger dauert, ist die Wiederherstellung einer CO2-Senke. Das heißt, dass in einem Moor zusätzlicher Kohlenstoff gebunden wird. Dafür braucht es torfbildende Vegetation, die sich vor Ort wieder ansiedeln kann. Also Moorschutz ist wirklich eine Langzeitaufgabe. Man muss weiter beobachten, wie die Fläche sich entwickelt, gegebenenfalls nachsteuern. Ich schaue mir gerade an, wie es dem Moor geht, messe den Grundwasserstand, die Bodenfeuchte, die Bodentemperatur und schaue auch, wie viel CO2 dieses Moor emittiert. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, ist es wichtig, dass wir mit ähnlichen Methoden und mit ähnlichen Ansätzen arbeiten. Die Daten, die wir hier sammeln, fließen alle zusammen, sodass wir ein gemeinsames, auch europäisches Bild über wiedervernässte Moore bekommen. Denn aktuell ist es so, dass wir keine dauerhaften Ergebnisse über wiedervernässte Moore haben. Wir wissen im Allgemeinen, hohe Wasserstände reduzieren die Treibhausgasemissionen, aber wenn es ganz konkret um Zahlen geht, wissen wir relativ wenig über wiedervernässte Moore. Wir haben natürlich mit einigen Herausforderungen zu tun zur Wiederherstellung des Häsener Luchs. Das eine ist, dass das Häsener Luch bereits so stark zerstört ist, dass eine Wiederherstellung sehr lange dauern kann. Die größte Herausforderung für die Umsetzung ist tatsächlich die Flächenverfügbarkeit. Wenn man dieses Moor wieder vernässen möchte, muss man dafür die Zustimmung oft von Hunderten von Landwirten und Landwirtinnen, FlächeneigentümerInnen einholen. Und das ist natürlich extrem schwierig. Moorschutz kann man nur gemeinsam schaffen. Wir wollen gemeinsam Perspektiven erarbeiten, wie man weiterhin Landnutzung betreiben kann. Zum Beispiel Dämmplatten fressen lassen kann, Wasserbüffel statt Rinder weiden lassen kann. Und das Ganze soll natürlich für ein gutes Auskommen der Landwirte sorgen. Unser Projekt Life Multipeat dauert 5 Jahre. Zum Ende des Projektes werden wir die Wiedervernässungsmaßnahmen umgesetzt haben. Wenn unsere Maßnahmen erfolgreich sind, haben wir abgeschätzt, dass wir etwa 300 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen können. Es wird aber sehr viel länger dauern, bis man sagen kann, dass das Moor wieder intakt ist. Das kann auch Jahrzehnte dauern. Darüber hinaus muss man aber bedenken, dass wiedervernässte Moore sich trotzdem in einigen Dingen häufig von natürlichen Mooren, noch intakten Mooren unterscheiden. Das haben verschiedene Studien gezeigt, dass es nicht einfach ist, alle Ökosystemfunktionen, dieselbe Vegetation so wiederherzustellen, wie es einmal war. Deshalb ist es ebenso wichtig, noch bestehende natürliche Moore zu schützen, wie auch genauso die degradierten wiederherzustellen.
Unser Projekt sehen wir so als kleinen Beitrag zum großen Ganzen. Wir haben noch sehr viele Moore wieder zu vernässen, in Deutschland, in Europa, weltweit. Und das Hesener Luch kann ein gutes Beispiel sein, wie solche Wiederherstellungsmaßnahmen gemeinsam mit den Menschen durchgeführt werden können.